Eine Woche musste ich warten, eine Woche richtig Spannung, bevor heute der DHL-Mann da war und mir dieses Päckchen gebracht hat und endlich auch mir mein hoffentlich iPhone 7 mit 7 Plus habe ich mir bestellt. Ja, jetzt kommt natürlich unser klassisches Unboxing. Machen wir jetzt auch hier das zuständige Messerchen. Wir schneiden hier auf und wir schneiden hier auf. Und ja, schneiden hier in der Mitte nochmal auf und werden dann hoffentlich das Gerät herausnehmen. iPhone 7 haben wir ja alle mitbekommen. Tim Cook hat es vorgestellt, ganz am Anfang gleich im Zuge der Apple Watch Keynote. Ja, kam auf den Markt und die Leute waren begeistert. Sie haben das Ding gleich gekauft und richtig fest gekauft, dass am ersten Wochenende 10 Millionen iPhones verkauft wurden, iPhone 7 verkauft wurden. So viele Telefone wurden noch nie verkauft von Apple. Also ein riesiger Erfolg. Die klassischen Massenmedien natürlich gesagt, Apple ist tot, der Spirit ist draußen. Alles Schwachsinn. Also einfach ein Schwachsinn. Immer diese Madigmacher irgendwas kaputtreden. Bei mir war es so, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. Ich habe mir das Telefon bestellt, rechtzeitig. Ich habe es über die Telekom bestellt. Warum über die Telekom? Ganz einfach, weil mein Vertrag verlängert werden musste. Ich hatte einen Telekom-Vertrag und bin auch sehr zufrieden mit dem Vertrag. Habe angerufen und habe dieses Telefon dann deutlich billiger bekommen, deutlich preiswerter, subventionierter, weil ich ja meinen Vertrag verlängerte. Normalerweise habe ich das Ding sofort bei Apple, hätte ich es beim Apple gekauft, über einen Online-Store und hätte es auch am ersten Tag gehabt. Bei der Telekom habe ich die Vorreservierung gemacht, rechtzeitig am ersten Tag der Vorreservierung. Ich habe am Tag der Keynote, beziehungsweise am Tag darauf der Keynote, das Telefon bestellt und ja, dann ist nichts passiert. Vergangene Woche war der Auslieferungstag und wer hat es bekommen oder wer hat es nicht bekommen? Ich habe es nicht bekommen, aber jetzt ist es da. Ich habe es nicht bekommen. Sauerei. Also, bin echt ein bisschen enttäuscht gewesen und habe also eine Woche lang vor mich hingejammert und meine Familie genervt. Aber jetzt ist das iPhone 7 da. Ich habe die 128 GB Variante genommen in Gold und ich habe das 7er Telefon genommen, das 7er Plus. Jetzt große Diskussion, warum das Plus, warum nicht das Plus? Ganz einfach das Plus für mich. Ich präsentiere sehr viele, ich habe sehr viele Vorträge und nehme dazu in der Regel mein iPad Mini. Und ich will mal ausprobieren, ob ich auf das iPad Mini verzichten kann und nur noch am iPhone präsentieren kann. Ich habe es im Apple Store ausprobiert. Keynote läuft super drauf. Ich erkenne alles. Ich erkenne auch die Moderationsnotizen. Also ich will das jetzt einfach mal probieren. Kann man natürlich sagen, Mensch, hast du Glück gehabt, dass du das Telefon nicht gleich bekommen hast, weil wir haben ja mitbekommen, die Version 8.0.1 war ja ein kompletter Schrott, das Apple geliefert hat. Es ging ja so weit, dass die 7er Telefone nicht telefonieren konnten. Gut, wer telefoniert mit seinem Telefon, naja, aber war natürlich ein kompletter Müll, habe ich mich auch in meinem Blog dementsprechend geäußert. Ich hätte mein iPhone. Was hat sie denn? iPhone 7 die ganze Zeit? Blödsinn. iPhone 6? iPhone 6? Mein Gott, ich bin ja so dumm. iPhone 6, ich rede ja vom iPhone 7 schon. Ich bin schon völlig in der Zukunft. iPhone 6, mein Gott. Unboxing vom iPhone 6. Ich bin, also, just, man ist schon so belämmert. Also, gut, iPhone 6 Unboxing. Schauen wir mal, wie es aufgeht. Jetzt wird es interessant. Wir haben ja auch gesehen, die ersten Videos im Netz. Der arme Kerl aus Australien, der genötigt wurde, sein iPhone auszupacken und es ist ihm gleich runtergefallen. Das will ich natürlich nicht machen. Also, machen wir es so. Seht ihr was? Ich sehe was. Alle sehen was. Und rums, da ist es. Jawohl, und das fällt nicht runter. Es ist das große, wie gesagt, 128 GB. Nochmal wegen der Präsentation das große. Es gab ja dann diese Diskussion über das verbogene Telefon. Es dürfte mir nicht passieren, weil ich kein Telefon in der Hosentasche trage. Aber es ist schon ein mächtiger Knochen. Sieht sehr, sehr interessant aus, sehr schön aus. Ich habe die Goldvariante genommen. Ich hatte beim iPhone 5 auch die Goldvariante, die allerdings hinter einer Lego-Hülle ver Morgen war, vielleicht habe ich meine Lego-Hülle hier noch. Man sah irgendwie nie, dass es ein goldenes ist. Nur die Experten erkannten es am
an der Touch-ID. Gut, jetzt ist es auch das Goldene an der Touch-ID. Und ja, hier ist das Telefon. Es sind ja ein paar Neuigkeiten. Der Einschaltknopf ist nicht mehr oben, sondern er ist an der Seite. Die Kamera ragt ein bisschen raus. Mein Gott, stört mich jetzt nicht so, dass ich sagen kann, oh Gott, das Telefon ist nicht zu gebrauchen. Blödsinn. Also alles einwandfrei. Ich ziehe jetzt mal hier dieses Plastikhäubchen ab. Und zack, ja, das weg. Also hier das Telefon in Gold. iPhone 6 natürlich, mein Gott, nochmal 7, ein Schwachsinn. Was rede ich? Es liegt einfach daran, dass ich nach einer Woche einfach völlig mürbe bin im Kopf. Was ist noch in der Kiste drin? Es ist das Ladegerät drin. Jetzt nichts brauschen, das ist ein USB-Kabelchen drin. Und es sind die klassischen iPhone-Kopfhörer drin, also auch nichts Berauschendes. Es ist nicht drin, ein Apple-Aufkleber, glaube ich, oder? Weiß ich nicht, schau ich mal. Hier ist ja diese Verpackung. Und ich hoffe, sie haben es nicht eingespart. Dieses, jawohl, das ist halt Apple. Das ist Apple. Hier, guck mal ran. Das ist Apple. Diese Kleinigkeit, diese kleine Nadel, um reinzustechen, damit eben die SIM-Karte reingeht. Das ist einfach, boah. Schauen wir mal rein. Jetzt, ein alter Aufkleber-Fan bin ich ja immer. Ob der Aufkleber drin ist? Ja, der Aufkleber ist auch dabei. Der weiße Aufkleber. Also wieder einer mehr in der Sammlung. Das alte Telefon, was mache ich mit dem alten Telefon? Entweder spekuliert K1 oder K2 drauf, oder es kommt wie alle anderen Telefone seit der ersten Generation einfach in die Vitrine, in das kleine Apple-Museum. Ja, und dann schauen wir mal. Jetzt geht's los, jetzt geht der Installationszirkus los. Mittlerweile ist ja iOS 8.02 auf dem Markt, nach knapp zwei Tagen, wo dieser Müll passierte, dass das Telefon einfach nicht mehr zum Telefonieren ging. Jetzt scheint alles in Ordnung zu sein. Ich habe mir auf meinem 5er das 8.02 draufgespielt. Es geht nach wie vor die Bluetooth-Verbindung im Auto nicht. Mit meinem Lexus klappt es nicht. Ich muss jetzt dann mal einen Neustart machen, neu konfigurieren das Bluetooth und hoffe, dass es dann funktioniert. HealthKit soll jetzt auch gescheit funktionieren. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Bin jetzt sehr, sehr dankbar. Ich muss sagen, wirklich dankbar, dass ich es endlich habe, weil als Apple-Fanboy, der kein neues iPhone hat, ist man kein richtiger Fanboy. Aber jetzt habe ich eins und werde es gleich mal ausprobieren. Ich werde heute Nachmittag den Installationszirkus machen und hoffe, dass ab heute Abend das Telefon auch funktioniert und ich ab jetzt dann damit arbeiten kann. Herzlichen Dank für das Unboxing. Nochmals, sorry, ist nicht iPhone 7, es ist iPhone 6 Plus. Und jetzt geht's los.